mal sehr positiv vermerken, dass es innerhalb von knapp 9 Monaten gegen alle bisherigen Erfahrungen gelungen ist, einen Impfstoff in die Welt zu bekommen, der getestet worden ist, der zertifiziert wurde und der uns, wie ich finde, Zuversicht und Hoffnung gibt. Wir liegen, anders als offensichtlich in anderen Zusammenhängen, bei den Fachkräften in unseren Einrichtungen nach den bisherigen Erfahrungen, und ich finde es ganz, ganz wichtig, sie auch einmal zu nennen, bei einer Quote bis zu 90%. Dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Das zeigt auch die hohe Verantwortung, die in unseren Einrichtungen übernommen wird. Denn, und das ist die Kehrseite dieser Medaille, das Infektionsgeschehen, muss man deutlich festhalten, war in der zweiten Welle sehr viel schärfer in unseren Einrichtungen, insbesondere in der Altenpflege, aber auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe, als in der ersten Welle. Wir haben sehr viele Todesfälle zu beklagen und es war bitter für uns alle, insbesondere auch für die Kolleginnen und Kollegen in den betroffenen Einrichtungen. Musik.